Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir es endlich hier in diese Höhle hier reingeschafft. Und ja. Wir kommen von hier. Hier haben wir ein bisschen Öl. Hier ist es zu lesen. Rivka, die Architektin. Griechisch 7, das heißt, das ist auch auf Max jetzt. Also wir könnten uns darüber schwingen oder hier runterhüpfen. Das sieht mir aber sehr ölig aus, die Gelegenheit hier. Ich glaube, wir haben das Grab derer entdeckt. Kein Bargeld hier. Nicht hier oben. Ist aber ein bisschen wenig, ne? Bogen freigeschalten. Gibt's echt nicht viel. Na, lass los. Nö, hier scheint es uns echt nichts zu geben. Sehr ernüchterndes Grab. Was ist dieses Ölquellendingsbums? Nö, hier gibt's echt nichts. Hier waren wir ganz am Anfang. Moment. Ach, das ist nur diese Wand hier. Wo ich dann wieder exakt hier hinkomme. Ja. Und da hinten ist nur noch das Grab. Hm. Schade. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr erhofft dafür, dass man da so um sein Leben hüpfen muss. Moment, was ist hier? Das ist, glaube ich, der Eingang, oder? Moment, ich brauche irgendwo Festland. War jetzt eigentlich ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich sein soll. Hui. Ups. Na egal, wir haben es erledigt. Mal auf die Karte gucken. Da ist immer noch ein Überlebensversteck. Was soll denn das sein? Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Da oben in der Luft. Ja, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Was wir noch haben, war, glaube ich, irgendwo hier hinten ein Münzversteck. Da unten haben wir. Das war hier unten, glaube ich, irgendwo. Ne, da oben? Nee, das war nicht da oben. Ja, ich glaube, du hast irgendwelche Anzeigeprobleme gerade. Hm. Weil da oben ist in der Luft und da ist mit Sicherheit nichts. Ich glaube, die Karte ist gerade um 200 Meter nach oben gerutscht. Oh, hallo. Hi. Sie hätten ihr Leben nicht für uns riskieren müssen. Haben sie aber. Auf dieser Seite des Tals werden Sie keine Wölfe finden. Dafür haben wir gesorgt. Wir dachten, die Katakomben unter dem Turm wären sicher. Ohne sie wären wir dort fast begraben worden. Ja, siehst du es mal. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hallo. Hi. Ich gebe zu, als Sie hier ankamen, habe ich Ihnen nicht viel zugetraut. Aber jetzt habe ich gesehen, was Sie können. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Danke. Als die Sowjets kamen, hatten wir noch nie Gewehre oder Hubschrauber gesehen. So hatten sie einen Vorteil, den Trinity nicht hat. Ja, aber die Trinity hat dafür ausgefeilte Hubschrauber. Die Sowjets haben alles zurückgelassen, als wir sie vertrieben haben. Das meiste ist nur Müll. Aber man kann immer noch kleine Schätze finden. Wir kennen alle die Geschichten, wie es war, als die Sowjets kamen. Ich schätze, jetzt werden wir unseren Kindern von Trinity erzählen. Die Dinger, die durch das Tal brummen, haben viele Vögel verscheucht. Aber unten am Wasser gibt es noch Möwen. Was soll ich mit Möwen? So, okay. Ruinenlager. Das ist es aber hier unten, genau. Nicht von hier. Hallo. Und Kollege? Ich habe Sie im Kampf gesehen, als Sie das obere Dorf eingenommen haben. Ein Glück, dass Sie zu uns halten. Haben Sie die Totems bei einigen der Höhlen gesehen? Seien Sie an solchen Orten vorsichtig. Ja, ja. Ist das sonst noch irgendwelche los? Nein, hast du nicht. Ja, manchmal, da kannst du dich aus 20 Meter Höhe abspringen und passiert nichts. Und das andere Mal fällst du 5 Meter und bist sofort tot. Je nachdem, wie das Spiel das möchte. So, jetzt habe ich alle Sachen gefunden. Jetzt kann ich zu der... Wasser wird erst dann trinkbar sein, wenn wir flussaufwärts die Leichen beseitigt haben. Oh, hallo. Hi, servus. Kollege, ich muss mal hier hoch zu deiner Freundin. Irgendwo. Wir haben jetzt 9 von 9, das heißt, die dürfte zufrieden sein. Für den Fall, dass ich sie finde. Ich glaube, die war noch höher. Hier drinnen. Ah, hab ich dich gefunden. Willkommen zurück. Servus. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Was? Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. Hä? Ich habe doch alle. Kryptoschätze 2 von 4, Gräber abgeschlossen. Ne, ich habe alle. Fünf Herausforderungen.
Zitronen, 7 von 8. Mal schauen, das jetzt immer noch hier oben in der Luft hängt. Ja, tut das. Also ich wüsste nicht, was jetzt hier noch... Also klar, hier ist noch eine Tontaube... Tontaube, sage ich schon. Eine Tontaube abschießen und... ich glaube, noch einen Hasen absägen von der Schnur. Aber das war's dann schon. Ich wüsste nicht, welche... Ups. Welche Herausforderung es hier noch gibt. Ist das jetzt hier auch da drinnen gewesen? Ich hab's übersehen. Nee, komm, hör auf. Aber sieht schon so aus, so ein bisschen, oder? Hm. In dem gehen wir noch mal kurz auf den Grund. Oh, wir haben einen neuen Punkt. Ne, haben wir nicht. Wie jetzt? Wir können... Oh, wir haben gerade eine neue Knarre bekommen, oder? Schwere Pistole. Na, die sieht doch hübsch aus. Trotzdem nehmen wir die. Die sieht cool aus. Beim Mondschatten ist genau dieselbe, nur in Schwarz, glaube ich, oder? Ja. Dann nehmen wir die in Schwarz, ist ja klar. Ach, jetzt ist der Fertigfähigkeitenpunkt freigegeben. Das war nur Ausweichkonter. Starke Medizin. Längerer Gift. Drachenfeuerpatronen. Größeren Detonationsradius. Spreubombe. Das klingt gut. Damit springe ich mich dann selber in die Luft. So. Hier wollte ich hin. Basislager Kammlinie. Ja, ja. Gott, das Spiel liegt auf der SSD und es dauert trotzdem so lang zum Laden. Ich verstehe das immer nicht. Schauen wir nochmal, wo das sein soll. Irgendwo hier unten. Da habe ich's. Okay, damit hätten wir das abgehakt. Le Dokument. Da hinten drauf. Oder da innen drin. Ne, ich sehe es von hier aus sogar. Da ist es.
Frage ist, wie kommt man da hin? Wir werden es rausfinden müssen. Okay, wir sind hier voll. Upsala. Da drüben. Heißt du eigentlich jetzt hier so irgendwo unter mir, oder? Nee. Also wo es ist, weiß ich. Haben wir ja gesehen, aber... Die Fragen aller Fragen ist, wie kommt man da hin? Mal was ausprobieren. Einfach so. Tatsächlich. Und das war jetzt weit einfacher, als ich ursprünglich dachte. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Ja, was solltest du auch sonst sein? Oh, schau mal, noch guck. Sag weg mit dir. Also was findest du nur zufällig, wenn du das suchst? Da wirst du, glaube ich, nicht glücklicher. Vor allen Dingen, weil es im Gegensatz zu zum ersten Teil nicht mehr angezeigt wird. Zu langsam. Wo liegt der denn? Hier liegt er. Hühnchen geben nichts. Macht also keinen Sinn. Hallo. Ich will nichts sagen, aber eure Hühner sind schon wieder ausgebüxt. Das wird jetzt hier unten sein. Ich gehe einfach auf die Suche. Ich habe schon eine Grundidee, wo das ist. Aber wir müssen erstmal hier runter. Hallo. Hi und tschüss. Es wird irgendwo hier hinten sein. Zu Hause. Hier war doch die Dame mit den Drohnen. Ja, ich dachte mir schon, dass das da unten ist und nicht irgendwo in der Luft hängt.
Da ist es. Kann ich schwimmen gehen oder stirbt man da? Okay, man bekommt Schaden. Und jetzt hänge ich hier irgendwo fest. Was ist das da drüben? Ich würde es echt gerne rausfinden. Dass wir hier hinkommen. Da ist es ja dann doch kein Open World. Alter, willst du mich verarschen? Fünf Pfeile, nichts passiert. Da drüben gab es mal Wildschweine. Ja, tut mir leid, aber... Naja, wenn ich ehrlich bin, tut es mir nicht leid. Ich brauche das Zeug. Und falls hier irgendwelche Freunde von Peter zuschauen, beschwert euch nicht bei mir. So. Wildschweine. War hier nicht auch noch? Ach, hier, Gestrüpp. Da geht's nur dahin. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, wo wir es weitermachen. Mal hier. Es ist nur noch was vom Baum schneiden. Zu verdanken haben. Ja, servus, hier bin ich. Ich grüße Sie. Hi. Formalitäten sind unnötig, Lara Croft. Sie haben unser Vertrauen gewonnen. Viele von uns haben für die Sowjets in den Minen gearbeitet. Selbst nachdem wir sie vertrieben hatten, starben sie an einer seltsamen Krankheit. Ja, nennen wir mal Strahlenkrankheit, wenn da unten Uran war. Wir haben gehört, was sie am alten Turm getan haben. Offenbar gibt es einen Grund, weshalb sie in diesem Tal sind. So etwas geschieht nicht zufällig. Stimmt. Wir suchen die Quelle. Ich grüße Sie. Hi. Der Rauch der Feuer hat die Tiere im Tal verscheucht. Aber die Hirsche kommen langsam zurück. Haben Sie die Mine bei der alten Sowjetanlage gesehen? Viele von uns sind dort gestorben. Trinity ist noch da, oben im Dorf. Wir müssen einen Angriff planen und Ihnen zeigen, wem das Land gehört. Ja, dann mach das mal. Oh, können wir mal Pfeile von dir, danke. Ich weiß, was Sie oben am Turm getan haben. Vielen Dank. Es gibt da draußen eine weiße Wölfin. Ich habe sie nie selbst gesehen, aber es heißt, dass sie nur nachts jagt. Als ich jung war, gab es einen Jungen, der gern Forscher spielte. Er wurde zum letzten Mal gesehen, als er unter die Kathedrale hinabstieg. Sie hatten Glück. Ja, wir haben immer Glück. Oh, hallo. Hi. Die Sowjets haben das Geheimnis des Tals nie erfahren. Aber Trinity weiß genau, wonach sie suchen. Das allein macht sie schon gefährlicher. Stimmt. Wenn sie einen Luchspelz brauchen, müssen sie einen von ihnen finden. Sie bevorzugen die wärmere Seite des Tals. Sie waren unter der Kathedrale. Diese Gänge waren uns schon verboten, lange bevor ich geboren wurde.
Oh, hallo. Hi. Wir haben die Verwundeten in Sicherheit gebracht. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Dankeschön. Bevor sie eine der Höhlen erkunden, sollten sie besser sicher gehen, dass kein Bär darin wohnt. Jacob wird uns hier durchführen, wie immer. Wie immer. Also ich weiß ja nicht, warum ihr das nicht kapiert, aber wenn Jacob da jetzt schon so lange ist, dann ist er vermutlich der Prophet, der Auserwählte, die Quelle. So rein logisch gesehen. Kein Mensch lebt ein paar hundert Jahre. Nach dem, was man da so gelesen hat. Was gibt's hier? Hier kann man hochrauchen. Ach, hier waren wir schon. Gut. Wenn ich jetzt hier kein weiteres... jetzt keinen weiteren Hasen an der Schnur finde, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder weiter. Ich verspüre jetzt gerade irgendwie keine große Lust zu schwimmen. Aber ich werde es wohl machen müssen. Oh, wo geht's denn da hin? War ich hier schon? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, wo es auch immer hingeht, ich komme so nicht hin. Ein Ölkännchen. Hier war ich ja noch nie. Hier ist lauter gutes Zeug. Alia erwartet ein Kind. Meine Tochter. Ich kann das Chaos in meinem Kopf nicht in Worte fassen. Ich weiß, ich habe einen schweren Fehler begangen. Mein Volk wird es zweifellos akzeptieren, aber auch sie werden meinen Fehler bald erkennen. Es mutet so kalt an, dieses glückliche Jahr mit Alia einen Fehler zu nennen. Aber so schön es auch ist, kann es doch nur tragisch enden. Ich kann kein Ehemann oder Vater sein und gleichzeitig meine Aufgabe für mein Volk erfüllen. Eines Tages werde ich mich zwischen meiner Pflicht und der Liebe zu meiner Familie entscheiden müssen. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden werde. Gott, steh mir bei. Ich bin ein Narr. Ja, das ist das Problem, wenn du... Oh, Moment, hat's gerade geglitzert. Hab ich doch aus dem Augenwinkel gesehen. Was soll ich sagen? Das ist das Problem, wenn du... für ein Volk verantwortlich bist und gleichzeitig Familie hast. Schlussendlich wirst du dich als Vater und allgemein jemand, der Familie hat, immer für Familie entscheiden. John, wir haben ein Kärtchen gefunden. Dokument, Basislage. Warte mal, das war so nicht geplant gerade. Manchmal Vibe. Lass doch einfach los, wenn ich dir sage, lass es los. Wo ist denn die Metalltür?
Ups, ich hatte vergessen, dass das ja jetzt Drehsprengung ist. Haben eine Schrottflinte. Nichts Besonderes. Und was haben wir hier? So, das lesen wir noch. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Ja, sehr unwahrscheinlich, ja. So, das sollte es aber auch schon wieder für diese Folge gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, euer Badasch.